ganz herzlich willkommen zu einem Aktionär TV Interview. Herzlich willkommen, Michael Schröder. Grüß dich. Wie gewohnt blicken wir auf deine Nebenwerte-Watchlist. Ja. Heute hast du das Ganze unter das Motto Rückblick mit guten Aussichten gestellt. Wir schauen auf diverse Werte, auf die wir schon zuletzt geblickt hatten. Siltronic beispielsweise, da können wir mal vorausblicken auf den kommenden Donnerstag, denn da wird es die Zahlen geben. Vorläufige Zahlen, was erwartest du dir? Ja, der 31. Januar hat natürlich nicht nur die Siltronic-Zahlen, die ganze Woche wird jetzt relativ spannend. Thema dieser Sendung eben tatsächlich 5 Aktien, die wir jetzt in den letzten Wochen mehrfach besprochen haben, die auch relativ gut performt haben. Wird natürlich der eine oder andere wieder sagen, wieso spricht er nicht über die Werte, die sich schlecht entwickelt haben. Weiß ich auch nicht. Vielleicht machen wir das einfach in der nächsten Sendung. Muss ich mal schauen. Vielleicht schicken Sie mir auch einfach mal die ein oder andere E-Mail-Anfrage zu einer spannenden Aktie oder einer Aktie, wo die Entwicklung zuletzt nicht so gut war. Aber jetzt hier Siltronic, der 31. Januar, die vorläufigen Zahlen für 2018. Ja, das Unternehmen hat bisher die Prognose so definiert, dass die Umsätze knapp über 1,4 Milliarden Euro liegen sollen. Hohe prozentual zweistellige EBITDA-Margen am Ende könnten für das abgelaufene Jahr knapp 14 Euro, 13,80 Euro Gewinn je Aktie stehen. Wir sind also immer noch bei dem aktuellen Kursniveau bei einem KGV von 6 für einen Waferhersteller, auch im Peer Group-Vergleich relativ günstig. Wir haben es, wie gesagt, schon des Öfteren besprochen. Wir haben uns hier von den Tiefständen bei knapp 65 Euro, auch zu diesem Zeitpunkt haben wir schon immer gesagt, dass hier steht die Kursentwicklung nicht im Einklang mit der operativen Entwicklung. Jetzt sind wir bis an die 90 Euro an diese erste Widerstandslinie herangelaufen, sehen jetzt hier zum Wochenstart eine erste Konsolidierung. Aber wie gesagt, wie du schon gesagt hast, der D-Day ist der Donnerstag. Passen die Prognosen oder beziehungsweise passen die vorläufigen Zahlen zu den Prognosen? Ich gehe stark davon aus und fällt der Ausblick, wenn es denn schon einen Ausblick auf das laufende Jahr gibt, nicht zu konservativ aus, dann sollten wir hier aus dieser Formation heraus mit dem Kaufsignal über die 90 schnell in die dreistelligen Kursregionen vorgehen. Bis dahin haben wir vielleicht noch ein, zwei kleine Hürden, vor allem Dienstagabend, die vielsagenden oder die richtungsweisenden oder wichtigen Zahlen von Apple, die kommen Dienstag nach Börsenschluss. Auch immer wieder gut für Rücksetzer bei Siltronic, das hat man hier, deswegen diese vielen kleinen Zacken in den letzten Wochen auch gesehen, dass die Aktie eben auch sehr affin für Zahlen oder Kursreaktionen von Wettbewerbern oder anderen Branchenvertretern reagieren. Aber das Setup steht, mit den Zahlen sollte es hier über die 90-Euro-Marke nach oben hinausgehen. Alles andere werden wir dann tatsächlich am Donnerstag sehen. Gut, warten wir ab und schauen auf den nächsten Wert mit guten Aussichten, der auch schon gut gelaufen ist zuletzt. Nordex, wir haben immer wieder über die diversen Aufträge gesprochen. Jetzt ist sogar die 9,50 Euro Marke, wichtiger Widerstand, überwunden worden. Das war ja hier eigentlich die Zielzone, die wir hier mal in Aussicht gestellt haben. Unsere Abstauber im Bereich 7,40 Euro haben gegriffen. Die Aktie ist dann begleitet von den Aufträgen, von einem hohen Auftragseingang aus dem letzten Jahr. Die meisten Aufträge waren noch aus dem letzten Jahr. Tatsächlich hier nach oben gestiegen. Man kann fast sagen, wie an der Schnur gezogen, dass es jetzt so in einem Zug durchgeht, hat mich auch gewundert. Möglicherweise sehen wir jetzt hier den Rücksetzer auf die oder idealerweise auf die 9,50 Euro Marke, ehe es dann weiter ins Frühjahr hinein Richtung, wenn wir auf den Jahreschart gehen, sehen wir, glaube ich, den nächsten charttechnischen Widerstand. Hier oben steht die Marke schon. Das ist dieses 52-Wochen-Hoch im Bereich 11,50 Euro. Da könnte dann mit dem Rücksetzer die Reise hingehen, dass sich diese Bewegung von 9,50 Euro oder 9,80 Euro, wo wir jetzt sind, so stringent nach oben fortsetzt. Ist eher unwahrscheinlich. Irgendwann kommen dann jetzt in den nächsten Wochen auch noch erst Vorabzahlen und dann im März die endgültigen Zahlen. Aber man sieht, der Rückenwind war nicht ohne und unser Szenario hier ist aufgegangen. Vielleicht kann man auf dem aktuellen Niveau auch mal erste Trading-Gewinne mitnehmen, denn jetzt ist mit einer Konsolidierung zu rechnen, ehe es dann wieder weiter nach oben gehen sollte. Ordentlichen Kursanstiege haben wir auch zuletzt Beckert und Ziegler gesehen. Da gab es in der vergangenen Woche schon Zahlen und die haben dann nochmal einen weiteren Schub verliehen. Ja, hier in unserer ersten Sendung des Jahres als Nebenwertfavorit für 2019 vorgestellt, obwohl wir hier schon eine relativ starke Performance im Vorjahr gesehen haben. Ja, man muss sagen, wir sind hier nicht enttäuscht worden. 50%, knapp 50% seit Jahresanfang. Die Aktie ist begehrt, das nicht ohne Grund. Es sind nicht nur die 2018er Zahlen, die jetzt gemeldet wurden mit einem Umsatz von 180 Millionen statt der prognostizierten 165 Millionen. Es gewinnt die Aktie bei 3,05. Hier wurde erst im Herbst die Prognose auf 2,80 Euro hochgesetzt. Alles in allem
starke Zahlen, ohne Frage. Aber die pharmazeutischen Radioisotopen, das ist der Bereich hier für den Strahlen- und Medizintechniker, also in der Krebsforschung, sehr stark nachgefragt. Hier hat es in der Branche schon einige Übernahmen gegeben im letzten Jahr. Die Nachfrage ist sehr groß, deswegen sollten die Umsätze hier mittelfristig in diesem Bereich und damit auch im Gesamtkonzern, in der gesamten Gesellschaft weiter deutlich anziehen. Vielleicht im laufenden Jahr jetzt eine leichte Abschwächung. Das betrifft möglicherweise auch den Kurs. Also dass wir jetzt hier wie die Feuerwehr weiter nach oben durchschießen, ist, ich will es nicht ausschließen, dass wir hier noch ein paar Punkte weiter nach oben gehen. Vielleicht sogar die 100 Euro, wir waren mal knapp dran, die 100 Euro überschreiten. Aber dann ist erstmal wieder eine kleine Konsolidierung wahrscheinlich. Aber wie gesagt, Rückblick mit guten Aussichten. Die ersten 50% sind eingetütet. Hier kann man dann auch mal Gewinne mitnehmen, wenn man den Einstieg perfekt gewählt hat. Und wie gesagt, mittelfristig ist hier noch einiges zu erwarten. Also man sollte auf jeden Fall noch ein paar Stücke im Depot behalten. Wir bleiben bei diesem Rückblick mit den guten Aussichten hier wortwörtlich bei S&T, denn die haben in der letzten Woche einen Ausblick gewährt auf die Zukunft. Und ja, der ist ja positiv. Ja, bei S&T operativ passt hier alles. Das eigentlich nur noch mal mitgebracht. Wir haben hier im vierten Quartal 2018 gesehen, wir sind von 25 Euro bis knapp 15 Euro gefallen. Und haben immer gerätselt, da läuft es operativ nicht bei dem IT-Dienstleister. Ja, Pustekuchen muss man sagen. Es läuft genauso wie geplant. Kurz vor Weihnachten wurden hier die EBITDA-Prognosen von 80 auf 88 Millionen angehoben. Und jetzt hat der Vorstand verlauten lassen, dass sie nach vorläufigen Eckdaten tatsächlich die Umsätze auf über 1 Milliarde gesteigert haben und diese 88 Millionen beim EBITDA auch erreicht werden. Gleichzeitig wurden Ausblicke gegeben, 1,1 Milliarden Umsatz fürs laufende Jahr und die EBITDA auf 100 Millionen zu steigern. Man sieht, operativ ist das Unternehmen auf Kurs und das haben wir jetzt hier in diesem Kursverlauf in den ersten Wochen des Jahres auch gesehen. Vielleicht sehen wir jetzt hier in diesem Bereich um 20 Euro, das war diese Widerstandsmarke, wieder eine kleine Konsolidierung, aber danach sollte es hier weiter nach oben gehen, bewertungstechnisch viel Luft nach oben und der Newsflow sollte auch weiterhin positiv sein. Als dritter Punkt, das jüngst gestartete Aktienrückkaufprogramm, wie sagt man so schön, sollte hier auch Impulse liefern, stützend wirken. Also alles in allem, vielleicht nicht in dieser Dynamik, aber mit den entsprechenden Konsolidierungen zeigt hier die Kurs, sollte die Kursentwicklung hier in den nächsten Wochen ganz klar nach oben zeigen. Gut, zuletzt wollen wir noch auf CW blicken, ehemals CW Color. Und auch da, das Comeback ist in vollem Gange. Wie weit kann es noch gehen? Es gibt schon kleine Rücksetzer hier. Ja, hier sind wir dann tatsächlich über diese 70-Euro-Marke, über diese Widerstandslinie, die wir hier schon besprochen haben, dynamisch rausgezogen. Das ist der Vorstand, ich hatte es hier schon mal in einer der letzten Sendungen erwähnt, ein interessantes Interview in der Welt am Sonntag gegeben, in dem er gesagt hat, dass eben durch diesen heißen Sommer, durch diesen schönen Sommer, nicht wie bei anderen Unternehmen in der Branche, ja, dass das schlechte Auswirkungen gehabt hat, sondern dass eben dieses schöne Wetter zum Fotografieren genutzt werden. Die Bilder werden jetzt, sagen wir es mal so, jetzt entwickelt und rausgehauen in die Fotokalender, in die Fotobücher. Alles in allem dürfte das Q4 tatsächlich relativ stark verlaufen sein, sodass wir hier diese operativen Aussichten mittlerweile ein wenig einpreisen. Jetzt sehen wir die Konsolidierung punktgenau an der GD200. In den nächsten Tagen sollte hier wieder die Aktie Fahrt aufnehmen und dann nehmen wir den Jahreschart, dann kann man es noch besser einmalen. Diese Widerstandslinie, die wir jetzt hier haben, die kann man jetzt in diesem Chartbild natürlich bei den geraden Linien, die ich hier schnell einzeichne, nicht ganz so gut erkennen. Die 77-Euro-Marke ist das. Also nach einer Konsolidierung, nächster Halt 77 Euro, dann kommen die Zahlen aus meiner Sicht, die zeigen werden, dass 77 Euro noch zu wenig sind. Analystenkursziele liegen relativ im 90er-Bereich, also alles in allem. Ist das Unternehmen gerade dabei, diese operativen Aussichten einzupreisen und hat durchaus noch Luft nach oben, also durchaus auch schöne Aussichten. Ja, hast du nicht zu viel versprochen. Dankeschön für heute, Michael. Gerne. Danke auch Ihnen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.